mit Wiltschenau FM. Fit und vital in jedem Alter. Wird präsentiert von Fit 5 bei Guido. Deine Bewegungsboutique im Herzen von Oberau. Heute sind wir wieder bei unserem persönlichen Fitnesstrainer, dem Guido Lang. Servus Guido. Hallo Lili. Wenn ich Einkaufstüten nach Hause bringe, nehme ich die von unten und ziehe sie da vorne oben und meine sind meine Gewichte. Und dann kriege ich einen ganz tollen Bizeps. Stimmt das? Ja, es ist eine Bizepsübung. Irgendwann reicht der Reissack wahrscheinlich nicht mehr, dass der Muskel genügend beansprucht wird. Aber das ist eine Armbeugung für den Bizeps. Den brauche ich, um etwas zu halten oder zu mir herzuziehen? Ja, beim Ziehen hilft der Rücken noch etwas mit, aber auch, wenn ich etwas anhebe vom Boden und so weiter, von unten bis auf die Höhe, da arbeitet der Bizeps mit. Der Bizeps ist noch ein bisschen speziell, er ist ein zweigelenkiger Muskel, hilft also auch beim Schulterheben. Also wenn ich den Arm über den Kopf hebe, arbeitet der Bizeps auch mit, hat eine spezielle Anatomie. Das ist der, den die Bodybuilder immer am liebsten herzeigen, oder? Oder die jungen Männer, wenn sie ein bisschen eine Kugel kriegen, oder? Am Oberarm. Ja, ist so. Und oft denkt man, ja, man muss einen großen Bizeps haben, um einen großen Oberarm zu haben, einen Umfang. Es ist aber so, dass 2/3 vom Oberarm der Trizeps ist. Das ist der hintere Armmuskel, gell? Genau, das ist dann der Strecker. Der Winkeffekt haben wir schon wieder. Genau. Und der macht eigentlich 2/3 vom Oberarm aus. Also ist es, um einen großen Oberarm zu bekommen, für die Jungs und Mädels, die da in Richtung Bodybuilding gehen, ist es also genauso wichtig, wenn nicht noch viel wichtiger, den Trizeps zu trainieren. Da kann man so Überkopftraining machen, oder? Wenn man den Arm nach oben gibt, ein bisschen Gewicht und dann tut man es einfach hinterm Kopf so runter und rauf und da tue ich dann den Trizeps beanspruchen, oder? Genau, das ist fast ein bisschen so, wie wenn man jetzt zum Beispiel eine Wasserflasche nimmt, so ein bisschen wie wenn man sich das Wasser über den Rücken leeren möchte und dann wieder nach oben strecken, den Arm auf und ab. Das ist eine super Übung für den Trizeps. Es gibt natürlich da auch Möglichkeiten, es gibt Maschinen oder eben auch am Kabelzug oder mit engen Liegestützen zum Beispiel wird der Trizeps mehr beansprucht als der Brustmuskel. Da gibt es ganz, ganz viele Varianten, die man da, das ist eigentlich uneingeschränkt die Auswahl von Übungen. Das heißt irgendwann Winkeffekt AD, oder? Ja, genau. Das wäre ja das Ziel. Also, ich muss jetzt leider sausen, weil ich muss jetzt sofort meinen Trizeps ein bisschen trainieren. Am besten ein Probetraining beim Guido ausmachen und ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Servus Guido. Danke Lili, merci. Mit Wiltschenau FM, fit und vital in jedem Alter, wurde präsentiert von Fit 5 bei Guido. Deine Bewegungsboutique im Herzen von Oberau. Den Schlüssel zu deinem Wohlbefinden findest du unter www.fit5beiguido.at.